Herr Dr. Schnabel, welche Ursachen können Wachstumsstörungen haben? Wachstumsstörungen können sehr vielfältige Ursachen haben. Das Wichtigste ist aber zunächst, diese zu identifizieren. Und dafür ist es eben halt notwendig, dass regelmäßige Untersuchungen bei dem Kinderarzt zum Beispiel im Rahmen dieser Vorsorgeuntersuchung erfolgen, um einfach die Dynamik des Wachstums zu beurteilen. Und dann ist es im zweiten Schritt, sollte sozusagen eben halt das Wachstum pathologisch sein. Das heißt, das Kind jetzt nicht auf seine genetische Zielgröße wachsen, sind verschiedenste diagnostische Möglichkeiten sinnvoll. Was genau sollte ein Arzt machen, der eine Wachstumsstörung vermutet? Welche Schritte sollte er unternehmen? Also meistens ist es eben so, dass das Wachstum dieses Kindes eben halt nicht stetig verläuft. Ja, wir haben ja einen kindlichen oder jugendlichen Organismus, sodass bei jeder Vorstellung beim Kinderarzt eigentlich immer eine größere Höhe gemessen werden sollte. Ist dieses nicht der Fall, dann sollte man eben zum einen erstmal eine chronische Erkrankung bei dem Kind ausschließen, ja. Ganz wichtig ist eine chronische Malabsorptionsstörung wie eine Zöliakie. Aber darüber hinaus können es auch eben halt chronische Infektionserkrankungen sein. Es kann ein Morbus Crohn sein. Es kann eine chronische Niereninsuffizienz sein. Und wenn man sozusagen dieses ganze Spektrum der chronischen Erkrankungen abgearbeitet hat, dann kommen am Ende sozusagen auch noch hormonelle Störungen in Frage. Und das sind im Wesentlichen bis zur Pubertät eine Hypothyreose oder ein Wachstumshormonmangel. Inwieweit können Medikamente einen Beitrag leisten, dass eine Wachstumsstörung behoben wird? Und ab welchem Alter sollte man diese Präparate einsetzen? Also es könnte ja durchaus sein, dass eine chronische Erkrankung, die sozusagen jetzt nicht hormonell bedingt ist, zu einer Wachstumsstörung führt. Da ist es sozusagen das erste Ziel, dass diese chronische Erkrankung kausal adäquat behandelt wird. Und dann muss man auch gucken, mit welchen Medikamenten wird diese chronische Erkrankung behandelt. Sind das vielleicht Medikamente, die auch das Wachstum beeinflussen? Ja, wie zum Beispiel irgendwie Steroide im Rahmen der Asthmatherapie. Dann muss man eben halt es so machen, dass die niedrigste erforderliche Dosis zur Behebung der chronischen Erkrankung ist dann irgendwie, sollte auch die gewählt werden, damit eben dann das Wachstum nicht zusätzlich beeinflusst werden kann. Bei hormonellen Störungen ist es eben so, habe ich eine Hypothyreose, substituiere ich mit Schilddrüsenhormonen, und bei einem Wachstumshormonmangel substituiere ich mit Wachstumshormonen. Es gibt aber darüber hinaus auch noch Kleinwuchsformen, wie zum Beispiel eine chronische Niereninsuffizienz, wie ein Ulrich-Turner-Syndrom, wie ein Prader-Willi-Syndrom, oder eine Schocksinsuffizienz, oder Kinder, die eben bei Geburt zu leicht oder zu klein waren, wo eben halt jetzt nicht hormonell eine hormonelle Ursache für die Wachstumsstörung vorliegt, sondern eben halt eine andere Ursache. Und da gibt es eben zugelassene Indikationen. Das heißt, man konnte in klinischen Studien nachweisen, dass mit höheren Dosen von Wachstumshormonen man bei diesen Entitäten eine Stimulation des Wachstums erreichen kann. Kann man denn mit den Hormonen ein normales Wachstum wiederherstellen oder sind die im Grenzen gesetzt? Ja, das hängt eben, wie gesagt, irgendwie sehr von der Art der Wachstumsstörung ab, die eben jetzt irgendwie zum Beispiel mit Wachstumshormonen behandelt wird. Jemand, der wirklich einen klassischen Wachstumshormonmangel hat, der erreicht, wenn man ihn zeitig behandelt, irgendwie eine komplett normale Endgröße. Ja. Erkrankungen, die aber sozusagen mit Syndromerkrankungen einhergehen oder mit chronischen Organerkrankungen, kann man eine Verbesserung des Wachstums etwa zwischen 6 und 10 Zentimetern erreichen. Und dann werden die Kinder eben halt vielleicht um die 1,60 oder 1,70 Zentimeter groß, während sie eben halt ohne diese wachstumsstimulierende Therapie durchaus 10 Zentimeter kleiner geworden wären. Ja, wunderbar. Vielen Dank. Ja.